So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen kleinen Mindtest-Projekt, was ich ja, glaube ich, auch so ein bisschen angekündigt hatte. Und zwar wollen wir diese Folge, diese paar Folgen, mal einen neuen Server besuchen. Ich muss ja mal ganz kurz gucken hier. Wie krieg ich jetzt OBS überredet, dass ihr das seht, was ich sehe? Achso, könnt ihr ganz einfach. Ich brauche einfach nur auf Bildschirmmodus umschalten. So, voilà. Genau. So. Und zwar gibt es einen Server, der hier, der immer wieder positiv aufgefallen ist. Und ja, da werden wir jetzt einfach mal spielen. Oh, ich sehe gerade. Der hier hat einfach nur eine IP. Der hat gar keinen DNS-Eintrag. Lol. Jo. Das heißt, wenn wir mal hier ganz kurz gucken, ob wir Glück haben und sogar Walker direkt frei verfügbar ist. Was für ein Passwort nehmen wir denn diesmal? Mal gucken, ob das. Also, erstmal registrieren. Hoffentlich ist das Ding nicht bereits vergeben. Ah, verdammt, es war jetzt vergeben. Dann nutzen wir unseren klassischen Let's Play-Namen. Ja. Ah, sehr schön. So, dann einmal Vollbild. Dann schauen wir mal, was da abgeht auf dem Server. Ich selber aktiv habe nie auf dem Server gespielt. Ich weiß also nicht mal, was das für ein Style von Server ist. Von daher, lass uns einfach mal ein bisschen überraschen. Home. So, erstmal hier umschalten auf mein Test. So, jetzt haben wir voll 60 FPS. Hey Adventure, welcome to Nico World. Nico World is leaded and owned by. Okay. Server theme is mainly. Ah, okay, RPG. Also, ne? Messe. Nee, wie war das? Ich glaube, das ist entweder Massive Multi Online Roleplay Game. Oder Multi-Massive Online Roleplay Game. Und wie bei RPG, ne, steht ja für diese Waffe, die du abschießen kannst. Diesen Raketenwerfer. Für Roleplay Game, also für Spiele, wo du halt nicht einfach einen random Charakter spielst, sondern wo du halt für der Charakter irgendwas Besonderes ist. Also du ein Elf von einem, ne, also Roleplay halt so. Und dieses MMO, das ist halt, wenn du es halt im Internet vor allen Dingen machst. Also, wenn du halt mit vielen Leuten zusammenspielst. Quick Guide. Um einen Ort zu finden, wo du einfach bauen kannst, geh runter, die Straße, die du möchtest. Ich weiß aber gar nicht, was ich möchte. Ich muss erstmal suchen. Egal. Bis du einen unprotektierten Bereich findest. Okay. Um einen Bereich, um eine Fraktion zu folgen, gebe einfach. Nee, um eine Fraktion zu erstellen. Gib einfach den folgenden Command ein, blablabla. Wenn du jemanden siehst, der irgendwas Böses macht, also den Regeln nicht folgt und kein Stuff online ist, send uns einen Screenshot auf Discord. Und wie heißt der Discord-Server? Also gut, hier ist einer verlinkt. Aha. How to donate. Mhm. Das ist das Home-Dings. Hier werden wir Leute weggezappt. Wools, oha. Na gut, sind plus 6. Wo ist ein Scrollbalken? Ach, man kann im Fenster nicht mit. Doch, jetzt geht's. Oh Gott, das sind aber ganz schön viele Regeln. Digga, dann wäre die erste Folge erstmal nur damit zu tun, hier die ganzen Regeln zu lesen. Geht doch mal gar nicht. Okay, Regel Nummer 1. Das Nutzen von Client-Side-Mod, Server-Side, Client-Side-Mods, kenne ich gar nicht.
und anderen Hacks oder Cheats ist strikt verboten. Texturenpakete, die dir keine Vorteile bieten, sind erlaubt. Oh Gott, was heißt nochmal Harris? Nicht beleidigen, sondern... Da gibt es ein so ähnliches deutsches Wort, mir fällt gerade nur nicht ein. Egal. Ja, beleidige oder nerv nicht das Team. Sie warnen dich einmal und wenn du weitermachst, bannt sie dich. Nutz kein VPN, um Bans zu umgehen. Nutze keine Accounts von anderen Spielern, um Bans zu umgehen. Schlicht und ergreifend, tu einfach gar nichts, um Bans zu umgehen. Alter, das ist so viel Text. Gott, das soll noch Deutsch übersetzen? Egal, interessiert ihr keiner so. Let's go. Regeln sind was für Loser. My Skills. Computer Language, I know. Lua, Python, Golang, Java. Other Skills. HTML, CSS. Aha. Na, guter Junge. Der listet die beiden Sachen nicht als Programmiersprachen. Genauso wie das hier. Weil, gut, ich meine, hier steckt es schon drin, ne? Ist nämlich eine Skriptsprache. Und HTML ist ja auch keine Programmiersprache, sondern eine, nein, auch keine Skriptsprache. Das wäre CSS, das ist eine Skriptsprache. Sondern HTML ist eine Beschreibungssprache. Ne? Also, ne, wo viele Leute mal sagen, ja, ich kann HTML programmieren. Nee, mit HTML programmierst du nicht, Junge. Du beschreibst, wie eine Seite aussehen soll. Und daher kommt auch der Name Beschreibungssprache. Weil das ML steht nämlich für Modeling Language. Und das ist halt eine Sprache, mit der du Sachen modellierst. Egal. Das ist ein bisschen was über ihm selber. Ich programmiere seit ein paar Jahren. Und bin immer noch am Lernen und Ausprobieren. Um ja, mich selbst weiterzuentwickeln. Okay, er programmiert wahrscheinlich auch speziell in MyTest. Aha. Na gut, da bringt ja zumindest Lava ein bisschen, Lua ein bisschen was. Weil alles andere kannst du bei MyTest eher nicht gebrauchen. Nicht wirklich. Okay. So. Wir haben Best Shop in NW. Okay. Wow. Schade, zoomen kann man nicht. Okay, damit sind wir jetzt offiziell im COH. Im Server, da geht's schon mal tief runter. Soweit reicht meine Sicht gar nicht aus. Und die ist schon bei 400. Nee, 300. Holger Kamoli. Ist ja, haben wir eigentlich, ich fange mal ganz kurz, haben wir eigentlich mittlerweile diese Einstellung, ach, ist jetzt doch ein Zahnrad. Nee. Dass man diese Meshes optimieren kann. Erweiterte Einstellung. Erweitert. Kartenblock, Mesh-Generierung. Nein. Cache-Größe, clientseitige Mesh. Ist es das? Seitenlänge eines Würfels aus Kartenblöcke, die der Client bei der Erzeugung von Meshes berücksichtigt. Genau. Genau. Und hier nehmen wir nämlich mal 4. Bam. Zurück. Ich will beitreten. Donation! Achso, ich soll denen was geben. Ich dachte, ich bekomme was. Bitcoin. Lol. So, dann können wir mal ein bisschen mit der Sichtweite ein bisschen hochgehen. Auf, keine Ahnung, machen wir mal 500. 500 klingt gut. Und wir haben Tropfen. Boah, gut, man muss ja erstmal aufbauen. Die Frage ist sowieso, wie weit der Server sendet. Weil ich sehe, der hört da oben eher auf. Wow. Der sendet gerade mal 200 Blöcke weit. Das ist ja nicht so viel. Na gut, dann bringt das also mit der höheren Sichtweite eh nichts. Schade eigentlich. Gut. Ich würde mal sagen, hier geht's runter. Die Frage ist, wollen wir runter? Oh, hier haben wir sogar schon. Aha, kann man hier gleich mal ein bisschen Stuff reinpacken. Lassen wir uns nämlich als allererstes mal, einfach weil ich gerade Bock drauf habe, fallen. Hui.
geht aber tief runter. Holy shit, what the fuck? Sad escalated quickly. Holy shit, geht das tief runter, Alter. Das müssen wir jetzt, wo alles geladen ist, mal noch mal gucken. Das ist der ganz schön tief aus. Alter. Es geht bis minus 600. Wow. Warum? Na gut, wahrscheinlich als Mining-Höhle. Ruhig mal wieder auf 300. 300 klingt gut. Was ist das hier eigentlich? Obsidian Maze Chest. Das ist einfach nur eine Maze. Ist eine Ender Chest. Und das ist Maze Chest. Obsidian wieder. Ja, gut. So. Ich finde es immer so komisch, wenn die immer so komischen Text mit den Sonnen haben. Verstehe ich aber nicht. Passt nicht. Oh, hier wieder Sprites. Wir gehen gerade nach West. Achso, ich muss mal hier wegschalten. Oh, geht ja noch weiter runter. Alter, was ist das denn für riesige Strukturen, sag mal. Kann man hier rein? Oh. Okay, also in Architektur gibt es hier keine. Net to know. Hatte gehofft, wir kommen da hoch. Oh, keine Schmerzen. Na gut. Ich dachte, das sind so wie diese Magma-Dinger bei Mindclone. Wo du deine Schmerzen bekommst. Da hat ja jemand sehr viel Stil. Oh, ich muss schon sagen, der Spawn sieht erstmal relativ durchwachsen aus, würde ich das mal sagen. Der Spawn selber, direkt der Spawnbereich, sieht schon sehr cool aus. Aber sonst hast du hier halt eine riesige Freifläche. Hast du hier irgendwelche komischen Gebäude? Also so ein einheitlicher Stil lässt sich erstmal nicht wirklich erkennen. Weil das ist halt wirklich alles anders. Wie gesagt, der Spawn ist halt so mittelalterlich, vielleicht schon zu viel, aber schon so altertümlich angehaucht. Das Gebäude hier ist aber eher so aus dem späten Mittelalter. So 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, so in dem Dreh. Das Ding macht gar keinen Sinn. Das Ding sieht aus wie ein neueres Gebäude. Das hier sieht aus wie Kindergarten. Also vom Kind gebaut. Da hinten ist ein grünes Gebäude, was auch noch nicht so ganz fertig zu sein scheint. Also so gut ist ja nicht. Aber wie gehen wir denn in die Richtung? Mal gucken, was da so auf uns wartet. Ja, dann können wir uns mal gucken, wo wir es niederlassen. Oh, hier gibt es einen Job. New Board. Ah, nee, News. Ist doch Shop. Was für ein News? Kannst du Nachrichten kaufen oder was? Lol. Ja gut, zur Zeitungsstand, ne? Diese ganzen Dinger, da ist das hier so ein Parkour-Ding. Sag mal. Ne. Wir wollen nach East. Oder fallen Zahlen runter, wenn du Schaden bekommst. Oh, guck mal, wir haben sogar hier eine Experience ne? Und Level. Ein Krankenhaus. Ah, hier geht es wenigstens in Architektur. Ey, hab ich nicht. Das ist Klatsche.
Das ist interessant. Schwarzes Wasser. Oh ja. Braucht der Typ eine Freundin oder was? Hab bereits eine Freundin. Heißt dazu eine Miku. So. Wow. Das sieht ja mal interessant aus. Da will ich hoch. Jetzt wieder runter. Ey! Achso. Uns ging die Nahrung aus. Unangenehm. Achso, ja klar, weil beim Rennen relativ viel verloren geht. Crystal Player. Oh Gott, hier gibt es so eine Gruppen. Ja, guck mal, dahinter ist auch Rainbow Player. Please don't kill me, please don't kill me, please don't kill me. Wo war dieser wunderschöne Turm? Wo wir gerade drauf waren. Hä? Sind wir weit abgebogen? Ich bin doch gerade nach Osten gelaufen, oder? Ich glaube, wir sind gerade in eine andere Richtung unterwegs. Oh. Hier ist der große Laden. Die Dinger machen, glaube ich, Schaden, ne? Okay, doch nicht. War irgendwie so. Was ist das denn? Sehr interessante Struktur. Okay. Ich glaube, ich verstehe langsam das Konzept. Du hast hier diese Straßen, bilden einfach so ein Karo-Muster und die dadurch entstehenden Felder, die können sich einfach Spieler entnehmen. Ist natürlich die Frage, wie man so ein Feld beanspruchen kann. Da ist ein Loch. Guck mal, aber hier ist nämlich gar keine Area zum Beispiel. Da vorne ist aber so ein Admiral oder Admu. Wie war es eigentlich? Man konnte sich auch irgendwie anzeigen lassen. Hier mit diesem komischen Experience, was man da irgendwie machen muss. Was ist das? Stats? Stats? Ja, probieren wir mal. Oh, nö. Oh. Ey, wir haben schon echt viel erreicht. Ey, wir sind immerhin schon dreimal gestorben. Das muss man auch erstmal schaffen. War das so hier? XP. Hä? Da ist 1500. Und dort steht 750. Was ist denn da los am Manakoi? Wie war denn das? Level? Nee. Level? Nee. Level up? Nee. Ah, XP was. Achso, das war das, was wir bereits gemacht haben. Naja, whatever. Die Frage ist, können wir uns so ein Gebiet hier krallen? Wir hätten sich jetzt irgendwo in diesem Privileg, in den Rules mit drinne. Oh, guck mal.
Ist doch für uns. Danke. Hier sind überall Elias. Ich meine, ganz ehrlich, rein theopraktisch, wenn hier keine Area besteht, dann müssten wir eigentlich auch selber Sachen protecten können, ne? Area, Position 1. Oh. Ich kann auch gar nicht mehr rennen. Wir sterben gleich wieder wegen Hunger. Lol. Ich höre Schritte. Oh, gut, wir haben nur einmal Sand. Ja, war schon noch. Wobei, sollte man lieber mit dem Ding da am Spawn probieren, ne? Wir sind ja jetzt schon ganz schön weit weg vom Spawn. Was sind die überhaupt? Oh, hier hinten. Oh, ja, wir sind wirklich direkt am Ende. Das ist das letzte Feld hier dahinter. Wir fängt den Urwald an. Lol. Aber wir können uns ein bisschen erstmal gucken. Ach komm. Protect Base. Ah, Self-Protection ist disabled. Man kann sich also keine eigenen Areas nehmen. Das heißt, das muss da unten ein System geben. Gibt es eigentlich Spawn? Ja, gibt es. Packen wir das erstmal hier rein. So. Und da wäre es ja... Da wäre es ja mal interessant... Erklären wir mal noch mal die Regeln durch, gucken, ob irgendwas steht wegen Protection. Achso, nee, halt. Ich weiß gar nicht mehr, wo war das? Gibt's irgendwas? Wie man die Hilfe, die am Anfang kam, noch mal aufrufen kann. Okay, 2, 3, 4, 5. Lol. Da ist Wings, Wanks, Name, vielleicht Menü. Menü. Ah, tatsächlich. So, Woods. Do not. Fragt nicht wegen Teleport. Invade other players. Respect stuff, everyone. Everyone who protect an area 500 blocks around the new spawn or leak its codes get banned till the new spawn is opened. Ah, okay. That's why I'm a little blah. Be respectful, do not spam. Hello guys, what's up? It's allowed. It's allowed, but try not to say it like this. It's not allowed. Not allowed. Uh-huh. Do not force threaten play, do not swear and chat, do not la la la, do not bla bla bla. Ja, das sind wirklich alles nur Regeln. Die müssen aber echt mal ihr Stil überarbeiten. Manchmal hast du eine schöne Lücke dahinter, obwohl normalerweise Doppelpunkt kommt, aber ne, manchmal hast du wenigstens eine Lücke. Manchmal hast du aber nicht mal eine Lücke. Also, ich bitte euch. Gut, hier steht schon mal nichts drin, wegen wie man Sachen protecten kann. Quick Guide. Find a place ability, bla bla bla. You find an unprotected place. To create a faction. Ist das damit gemeint? Das kann natürlich sein. Dann gucken wir mal ganz kurz. Hier sind ja direkt hier am Spawn zwei leere Felder. Aber ich glaube mal, die sind auch keine Felder, die man sich protecten kann, oder? Die sind hier so komisch abgewinkelt und so.
Vor allem ist sie, weil eine Area, die Spawn heißt. Also ich glaube mal, das ist ja nicht so möglich. Aber dann sind es wohl ein paar leere Dinger. Sieht zumindest relativ leer aus. Mal schauen. Ja, schwer zu sagen. Ah, doch, ist überall ein bisschen was bebaut. Na. Hier sind überall. Ey! Achso, schon wieder Hunger. Ach Gott, der mit. Alter, wie lange Schaden bekommt. Ich glaube, wir müssen uns bald mal zu sehen, dass wir irgendwie Nahrung finden. Oh, was ist das hier für ein Zeug? Either will Blue Marble. Denn sie sieht auch protected aus. Warum haben wir Leute protected, die hier nicht mal Sachen bauen? Das ist natürlich bedauerlich, da hinten sich auch überall Protect-Dinger. Das sieht unprotected aus. Aha. So, wie war das? Erstmal hier auch einen Punkt setzen. So. Hat wirklich beim Startinventar irgendwas zum Essen dabei? Ja, ne? Da waren irgendwelche Äpfel oder sowas dabei. Komm, stopp schneller. Gut, ich könnte auch einfach zum Spawn direkt gehen, mit Spawn, aber jetzt bin ich fast tot. Na dann, würde ich mal sagen, das war es heute erstmal mit der ersten Folge und dann bis zur nächsten Folge.